Wir gucken hier mal auf Sonnenbrillen, ob und wie diese dich attraktiver machen können, was du beim Kauf beachten kannst und warum du deine Gesichtsform weitestgehend ignorieren kannst. Zunächst mal, macht dich eine Sonnenbrille wirklich attraktiver? Die Antwort, ja, das tut sie. Und das hat mehrere Gründe. Nummer 1, wenn du eine Brille gefunden hast, die du magst, dann wirst du die mit aller Wahrscheinlichkeit mit Selbstbewusstsein tragen. Und dieses hohe Selbstwertgefühl, das dir die Brille geben kann, das macht dich nun mal zwangsläufig attraktiv. Deshalb, egal was du tust, tust du es selbstbewusst, kannst du eigentlich nicht unattraktiv wirken. Zweitens, sie gleicht Dysbalancen aus und sie macht dein Gesicht symmetrischer. Symmetrie ist ein Zeichen von Gesundheit. X-fach durch Studien belegt, machen uns harmonische Proportionen attraktiver. Und da niemand ein vollständig symmetrisches Gesicht hat, hilft die Brille dabei, es symmetrisch erscheinen zu lassen. Drittens, die Brille versteckt deine Emotionen und sie lässt dich mysteriös wirken. Pokerspieler zum Beispiel tragen ja oft Sonnenbrillen, sodass niemand weiß, was in ihnen vorgeht. Beim Gegenüber, besonders bei Frauen, löst das Mysteriöse in einem Mann unweigerlich Faszination aus. Sehr emotionale Männer, die wirken einfach unattraktiver. Ich habe hierzu auch schon ein Video gemacht, guck dir das an. Viertens, Macht und Autorität. Ähnlich wie beim Punkt zuvor, kann dir die Sonnenbrille ein Stück weit Status verleihen. Es kommt nicht von ungefähr, dass man oft Polizisten, Bodyguards oder Leute beim Militär mit einer Sonnenbrille sieht. Die Pilotenbrille ist hier ja das beste Beispiel. Fünftens, der Hollywood-Faktor. Wenn du eine Fliegerbrille siehst, dann denkst du vielleicht automatisch an Top Gun. Siehst du Wayfarers, kommt dir eventuell Jack Nicholson in den Sinn. Bruce Willis trägt gerne Clubmasters und so weiter. Der Modeaspekt und das, was als cool transportiert wird, das hat ohne Zweifel seinen Einfluss. Sechstens, die Brille soll Falten vermindern können. Ich formuliere es bewusst so, denn der Punkt ist umstritten. Aber schlüssig ist es schon, wenn du nämlich in sonnenreichen Gegenden bist, viel im Sommer im Freien unterwegs bist, dann blinzelst du natürlich auch mehr, wodurch sich Falten bilden. Wenn du also mit 45 oder 50 nicht wie eine Rosine aussehen willst, dann kann dich die Brille davor schützen. Der siebte Punkt ist natürlich der direkte UV-Schutz vor der Sonne. Also ein bisschen Sonne willst du schon auf deine Haut und auch in deine Augen lassen, denn das sorgt für Vitamin B und dieses unterstützt nun mal die Bildung von Testosteron. Sonne allerdings nur in Maßen. Ich selbst war mal so schlau, zum Skifahren in Andorra ohne Brille unterwegs zu sein. Und ich sag dir, pralle Sonne, verbunden mit grellem Schnee, sorgt für einen Sonnenbrand auf den Augen, den du deinem ärgsten Feind nicht wünschst. Lass uns jetzt zu den verschiedenen Brillentypen kommen und welches Gesicht diese am besten komplementieren. Es gibt ja so viele Arten und Unarten von Brillen, dass ich hier nur auf die vier geläufigsten eingehe, die dir im Straßenbild begegnen werden. Auf meiner Webseite habe ich übrigens zu allen vier Kategorien handselektiert Modelle rausgesucht, die für ihre Marke zu extrem günstigen Konditionen angeboten werden. Ich rede hier von 30-40% unter dem für den Hersteller typischen Preis. Und ja, wenn du einen sehr guten Deal machen willst, dann klick den Link, den ich dir unten in die Beschreibung gesetzt habe. Okay, Nummer 1 ist die Pilotenbrille oder auch Aviator genannt. Diese Brillenform komplementiert im Prinzip sämtliche Gesichtsformen und du siehst sie ja auch bei Männern und Frauen gleichermaßen. Bei beiden sieht das echt stimmig aus und wenn du zweifelst, ob und welche Brille am besten zu dir passt, dann kannst du mit dieser Brille wenig falsch machen. Es gibt hier natürlich innerhalb der Kategorie große Abweichungen, wie zum Beispiel Rahmenstärke, Brillengröße, die viel wichtiger ist als alles andere, und auch die Geometrie der Brille. Hast du ein markant quadratisches und kantiges Gesicht, dann kann eine quadratische Pilotenbrille ästhetische Nachteile haben. Andersrum, wenn du ein auffällig rundes Gesicht hast, solltest du vermutlich nicht zu einer runden Aviator greifen, schon gar nicht zu einer mit ausgeprägter Teardrop-Form. Die zweite Brillenart sind Wayfarers, die von Natur aus eher quadratisch daherkommen und daher sehr gut zu ovalen Gesichtern passen. Und ein ovales Gesicht,
Das ist einfach das, was die große Mehrheit der Leute nun mal hat. Wayfarer wirst du meist mit Plastikrahmen finden, hier und da auch mit Metallelementen. Was erstens ein Zeichen ist, dass sie weniger klassisch und mehr casual ist und auch, dass sie für den normalen Alltag aufgrund ihres Understatements perfekt geeignet sind. Eine sehr interessante Brillenart, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, ist die Clubmaster. Und du siehst auch immer mehr Persönlichkeiten in Film und Fernsehen damit rumlaufen. Was hältst du von diesen Modellen? Ist das eine Option für dich? Ich mag die nämlich recht gerne. Lass es mich wissen und schreib mir mal einen Kommentar unten rein. Technisch betrachtet ist der Begriff Clubmaster übrigens eine Ray-Ban-Kreation. Hier hast du sozusagen eine Mischform aus Aviator und Wayfarers. Und ich würde die Brille als die klassischste von allen einordnen. Was aber nicht heißt, dass du damit nicht auch am Strand eine gute Figur machst. Was die Abmessungen der Brille anbelangt, sind die meist kompakt. Was bedeutet, dass es besonders gut auf normalen und kompakteren Köpfen aussieht. Wirf auch hier gerne einen Blick auf meine Selektion mit Top-Preisen, die ich dir unten verlinkt habe. Zu guter Letzt noch einen Blick auf die Sportbrille. Die ist eher informell und wird im Englischen Wraparound genannt. Auch hier gibt es sehr viele Ausführungen, aber charakteristisch ist, dass die Brille wie aus einem Guss daherkommt und sich Rahmen und Bügel sozusagen an den Kopf anschmiegen. Bei dieser Brille steht Funktionalität im Vordergrund. Das heißt, du trägst sie eher zu sportlichen Anlässen, in Kombination mit Anzug oder schon bei einem einfachen Sakko im urbanen Bereich kann sie ein bisschen deplatziert wirken. Lass uns noch zum Thema Gesichtsform kommen. Ich empfehle dir ganz einfach diese völlig unkomplizierte Grafik zu nutzen, mit dieser in den Laden zu spazieren und dich dann haargenau an die Häkchen und Kreuze zu halten. Nee, musst du natürlich nicht. Die Grafik stammt von Real Men Real Style, bei dem ich auch regelmäßig vorbeischaue und auch sehr viel von Antonio, dem Macher des Kanals, mitnehmen kann. Hier ist er und auch viele andere Plattformen, welche die Gesichtsform in den Fokus rücken, aber vielleicht ein bisschen zu pedantisch für meinen Geschmack. Oft findest du nämlich auch Beispiele wie hier zum Beispiel bei Ryan Gosling, dem ein dreieckiges Gesicht angedichtet wird, wo einfach keins ist. Hier könnte ich auch ein Quadrat oder naja, mit ein bisschen Fantasie auch einen Kreis drauf malen und suggerieren, dass das Gesicht diese Form hätte. Ganz im Ernst, der Bursche hat ein komplett normales, ovales Durchschnittsgesicht. So wie die Mehrheit der Leute da draußen. Was wirklich wichtig ist, sind die Abmessungen deines Schädels, die du berücksichtigen solltest. Und hier wirkt eine überdimensionierte Brille bei einem kleinen Kopf genauso daneben wie andersrum. Lass mich gerne deine Favoriten wissen, sieh dir meine Top-Angebote auf meiner Webseite an und wirf auch gerne einen Blick auf dieses Video hier. Hier gehe ich auf 8 Modefehler ein, die anspruchsvolle Männer niemals tragen würden. Ciao, ciao.